Die Motivation, warum der schnelle Abschluss mit dem Freihandelsabkommen Mercosur nicht kommen soll, sind sehr unterschiedlich. Manchmal geht es auch um europäische Interessen dabei. Und wir haben uns trotzdem für einen schnellen Abschluss ausgesprochen, weil es ja nicht nur um Brasilien geht, sondern auch um andere Länder. Mercosur ist ja eine Ländergruppe. Und Sie dürfen trotzdem davon ausgehen, dass ich genauso wie Sie mit größter Sorge die Frage des Handelns des neuen brasilianischen Präsidenten sehe und auch die Gelegenheit wahrnehmen werde, sofern es sich mir jetzt ergibt, auf dem G20-Gipfel hier ein klares Wort zu sagen, weil ich das auch dramatisch finde, was dort zurzeit in Brasilien geschieht. Ich glaube, dass der Nichtabschluss von Mercosur keinerlei Beitrag dazu leistet, dass in Brasilien ein Hektar weniger abgerodet wird. Im Gegenteil. Und deshalb glaube ich, dass der Nichtabschluss von Mercosur nicht die Antwort darauf ist, auf das, was jetzt in Brasilien geschieht. Und ich werde mich mit der Kraft, die ich habe, dafür einsetzen, dass das, was in Brasilien geschieht, möglichst nicht weiter geschieht, ohne meine Möglichkeiten zu überschätzen. Aber ich glaube, dass das Nichtabschluss eines Freihandelsabkommens nicht die Antwort auf diese Frage ist.